Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Einem der gefährlichsten Islamisten Deutschlands. Spaß beiseite, Freunde. Heute wieder ein relativ ernstes Thema. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Ich habe statt meine Jugend zu genießen, wieder stundenlang recherchiert für euch. Wie ihr im Titel schon lesen konntet. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel gelesen. Geht es um den islamischen Prediger Abul Bara. Von ihm wurden viele Clips hochgeladen auf einem Account namens Islam Content auf TikTok. Diese Clips haben Tausende, Hunderttausende bis zu Millionen Views sogar bekommen auf TikTok, haben ganz Deutschland polarisiert. Jeder hat diesen Mann, glaube ich, jetzt mittlerweile mitbekommen. Und ihr habt mich oft gefragt, wer ist dieser Mann? Stimmen die Gerüchte über diesen Mann? Es gibt tausende Gerüchte, die rumschwören. Bei meinen Recherchen ist mir eine Sache extrem aufgefallen, dass egal wo ich recherchiert habe und egal wo ich seinen Namen eingegeben habe, von der Presse immer eine extreme Negativität gegenüber diesem Mann kam. Und ich habe nicht verstanden, warum es so eine Negativität gegenüber diesem Mann gibt. Und ich habe auch nicht verstanden, warum es keine positiven Berichte über diesen Mann gibt. Weil das Einzige, was ich über ihn finden konnte, zum Beispiel auch die TikTok-Clips, ist, dass er seine Auslegung des Islams predigt. Darf man seine Mutter mal entfernen? Ja, kann man entfernen. Ist es verboten, im Islam in Kufferland zu leben? Was machst du hier? Ist nur der Verkauf von gefälschter Kleidung haram? Ist das Färben der Haare in Schwarz haram? Das heißt, fürs Erste nichts Verwerfliches. Und trotzdem wurde er im Internet immer wieder von der Presse und dem Verfassungsschutz als Salafisten dargestellt, als Hassprediger, als alles Mögliche, als was man ihm wirklich hinstellen konnte. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viel Wahrheit steckt wirklich dahinter? Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage. Dafür habe ich mir zuallererst die vermeintlich seriösen Quellen angeschaut und das war halt nur mal abgesehen von der Presse der Verfassungsschutz. Und da habe ich gesehen, dass der Verfassungsschutz genau zwei Berichte zu ihm bzw. sogar mit ihm veröffentlicht hat. Im allerersten Bericht des niedersächsischen Verfassungsschutzes, wo es auch wirklich spezifisch nur um Abul Bara ging, hat man halt eigentlich nur dargestellt bekommen, was er in Social Media tut bzw. halt auf YouTube und TikTok. Und das ist seine extreme Auslegung des Islams halt weitergeben an die Menschen. Und da habe ich nicht verstanden, was der Sinn und Zweck war von dem Bericht, weil man hat ihn zum Beispiel als Salafisten dargestellt oder als Vertreter des Salafismus, weil er angeblich unter anderem sich als oberprivilegiert ansieht und alle anderen Muslime als Nicht-Muslime. Über seine extreme Auslegung des Islams kann man definitiv diskutieren, das tun auch viele Muslime untereinander, aber ihn als Salafisten darzustellen, weil er sich angeblich als besseren Muslim sieht als alle anderen, ist meiner Meinung nach zu weit gegriffen, aber schauen wir uns den nächsten Bericht an. In dem vier Jahre früheren Bericht, wer hätte es wohl gedacht, wird er wieder durchweg die ganze Zeit als Salafist betitelt. Dafür müsst ihr halt wissen, warum ich das immer extra so betone, dass der Salafismus mittlerweile nur noch ein Kampfbegriff der Presse geworden ist. Das bedeutet, wenn jemand sagt, das ist ein Salafist, das ist ein Salafist, wissen alle, oh, von dem hält man Abstand. Ich meine, wenn man sich die Definition von diesem Salafismus anschaut, dann heißt es einfach nur, dass es quasi eine extrem konservative Auslegung des Islams ist. Warum kann man dann nicht einfach sagen, dass es eine strenge oder extreme Auslegung des Islams ist, wie ich das tue? Warum? Weil es halt ein Kampfbegriff geworden ist. Außerdem wird in dem Bericht noch seine Meinung zu bestimmten Attentaten gefragt, die den Islam als Vorwand genommen haben, aber gar nichts mit dem Islam wirklich zu tun haben. Und von diesen Attentaten distanziert er sich ganz klar und sagt, dass er halt damit nichts zu tun haben möchte und dass er sie auch in keinster Weise gutheißt. Ich finde es komisch, dass zum Beispiel diese Aussage von ihm nicht irgendwo in den Schlagzeilen stand oder was auch immer, sondern ich sie in den kleinsten Zeilen des Verfassungsschutzes selber nachlesen musste. Warum schreibt man nirgendwo hin, dass er sich von Attentaten distanziert und so weiter? Warum steht überall nur dick, dass er Verbindungen zu dem Terrorismus hat und nicht genau diese Aussage? Lüge, Lüge, Lüge. Weil es meiner Meinung nach gefühlt eine Hetzjagd hinter diesem Mann her ist. Der Verfassungsschutz beobachtet ihn halt trotzdem weiter, da es angebliche Vorwürfe gegen ihn gibt, dass er Verbindungen zu dem Terrorismus im Nahen Osten hat. Dafür gibt es aber wie gesagt keine Beweise. Und da wir so schon mal bei Hetzjagd angekommen sind, kommen wir jetzt nun direkt zur Presse. Hier möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich diesen Mann gerade nicht versuche zu verteidigen, sondern euch nur versuche, die andere Seite der Medaille zu zeigen, da es im Internet, wie gesagt, nur die eine Wahrheit gibt und nicht die ganze Wahrheit. Weil ihr im Internet nichts finden werdet. Wenn ihr seinen Namen eingeben werdet, werdet ihr, wie gesagt, nur Negatives finden. Und genau das ist mir bei der Presse auch aufgefallen. Absolute Negativität und Schlagzeilen, ohne wirklichen sachlichen Informationen. Dazu habe ich mir die zwei neuesten Artikel über ihn angeschaut und da ist mir relativ schnell aufgefallen, dass nur der Bayerische Rundfunk in letzter Zeit einen Bericht über ihn geschrieben hat. Sonst kein anderer
anderer Nachrichtensender. Und da dachte ich mir, das ist schon etwas suspekt, deswegen schaue ich mir das etwas genauer an. Dafür hat es wirklich nicht lange gebraucht, um zu merken, was der Bayerische Rundfunk für eine Position vertritt, beziehungsweise wie viel neutraler Journalismus wirklich heutzutage noch im Bayerischen Rundfunk steckt. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Bayerische Rundfunk hatte dieses Jahr schon mehrere Rassismusvorwürfe, zum Beispiel aufgrund des Blackfishings, was sie betrieben haben. Und das ist noch nicht alles. Sie werden seit Jahren kritisiert aufgrund ihrer mangelnden Staatsferne und ihre enge Verbindung zur CSU, woran sie das schon mehrmals gezeigt haben in der Vergangenheit an bestimmten Ereignissen. Jetzt werden sich einige bestimmt denken, die sich nicht so sehr mit der Thematik auseinandersetzen, dass es bestimmt nicht so schlimm, enge Kontakte zur CSU zu haben und so weiter. Aber die Wahrheit ist, das ist sehr schlimm. Es gibt einen Grund, warum die Regierung getrennt werden muss von der Presse. Sonst landen wir in Ländern wie in Nordkorea, wo immer Propaganda betrieben wird von der Presse für die Regierung. Und schaut man sich hierbei die beiden Artikel an, die über Abul Bara geschrieben worden sind vom Bayerischen Rundfunk, fällt relativ schnell auf, dass beide Artikel von einem Journalisten bzw. Redakteuren geschrieben worden sind, und das ist Christian Schiffer. Dann habe ich über Christian Schiffer etwas recherchiert und bin relativ schnell auf seinen Twitter-Account gestoßen und habe gemerkt, dass er nicht gerade der größte Islamfreund ist. Ich habe gesehen, dass er nur Tweets repostet hat, die ausnahmslos nur Israel unterstützt haben und die palästinensischen Opfer einfach ausgeblendet haben. Das ist aber nicht das Einzige, was mir aufgefallen ist. Man müsste ja eigentlich meinen, dass er relativ Twitter-affin ist und sich relativ gut mit Twitter auskennt. Deswegen wurde er auch vom Bayerischen Rundfunk gefragt, ob er die aktuelle Lage auf Twitter bewerten kann während des Angriffs in Würzburg. Und da gab es extrem viele islamfeindliche Tweets, weil es vermutet worden ist, dass der Angriff in Würzburg einen islamistischen Hintergrund hat, was sich aber dann später herausgestellt hat, dass es nicht so ist zum heutigen Stand. Und er hat aber nicht die Schlagwörter nennen wollen. Also die erste Beobachtung ist, dass es gar nicht mal so viel ist. Also natürlich ist Würzburg gestern bei Twitter getrendet, war unter den Schlagworten, die am meisten kommentiert worden sind. Er hat nur die ganze Zeit gesagt, dass es Schlagwörter gibt, aber er hat nicht gesagt, was für Schlagwörter, obwohl es um den Islam ging, ganz klar. Das heißt, wenn es darum geht, den Islam verbal anzugreifen, in zwei Berichten macht er das liebend gerne und ohne Probleme, aber wenn es dann darum geht, ausnahmsweise den Islam mal in Schutz zu nehmen, macht er das auf gar keinen Fall. Das ist so dreist, Junge. Tolle Neutralität. Neutralität des Bayerischen Rundfunks und der deutschen Presse. Eine 10 von 10 glatt. Und nachdem ich mein TikTok-Video sogar dazu veröffentlicht habe, wo ich genau das kritisiere, hat der Bayerische Rundfunk jetzt auch auf seinem TikTok-Kanal wieder ein Video dazu hochgeladen, wo er wieder den Abul Bara kritisiert. Warum kann er solche Videos auf TikTok machen? Hat da TikTok wirklich gar kein Problem damit? Und wir haben natürlich bei TikTok nachgefragt und TikTok sagt, nein, seine Videos verstoßen einfach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Ob das nicht gegen die Richtlinien verstößt? TikTok sagt ganz klar nein und er beschwert sich quasi darüber. Er beschwert sich darüber, dass Abul Bara TikToks über den Islam hochladen kann. Verpiss dich und sprich mich nie wieder an. Aber gab noch genug andere Aussagen vom Bayerischen Rundfunk. Zum Beispiel haben sie gesagt, dass er israelfeindlich ist, dass er homophob ist und so weiter. Zur Israelfeindlichkeit habe ich zum Beispiel eine Sache gefunden. Das war dieser Clip hier von Abul Bara. Die israelische Regierung, wir sagen nicht allgemein die Juden, weil es gibt auch unter den Juden Leute, die das nicht billigen, liebe Geschwister. Aber die israelische Regierung. Da sagt er sogar, dass nicht jeder Jude schuldig ist und so weiter, aber kritisiert die israelische Politik und wird sofort als Israelfeind abgestempelt. Das musste ich am eigenen Leib auch erfahren von manchen Leuten, die einfach nicht verstehen können und unterscheiden können zwischen Israelfeindlichkeit und Israelkritik. Wie könnt ihr euch mein Video dazu anschauen, die ganze Wahrheit über Israel und so weiter. So welche Dinge, die einfach abgestempelt werden, ohne jegliche Beweise. Ein letztes Beispiel will ich euch hier aber noch aufspielen, bevor das ganze Trauerspiel hier ein Ende nimmt. Zum Beispiel wird gegen Abul Bara ermittelt, weil er angeblich 18.000 Euro Corona-Hilfen einkassiert haben soll, ohne dass es ihm eigentlich wirklich zusteht. Und da wird halt jetzt gerade noch ermittelt. Er hat ein Video schon hochgeladen, wo er alles erklärt hat, schon vor einigen Monaten sofort und Stellung genommen hat und so weiter. Wisst ihr, was in der Presse stand, zum Beispiel von der Bild? Da stand sofort drin, als Tatsache, obwohl noch ermittelt wird, offiziell, stand drin, er kassierte das Geld, da stand drin, Zuflüsse zum Terrorismus und so weiter, ohne Beweise, da stand es einfach drin. Genau das gleiche hat die Bild schon mal gemacht beim Kachelmann-Prozess, weil die Bild macht ja gerne mit bei so welchen Hetzjagden, weil es gute Schlagzeilen bringt, wie ich bei meinem Video die ganze Wahrheit über Cancel Culture gezeigt habe. Beim Kachelmann-Prozess hat die Bild einfach behauptet, dass der Wetterreporter Kachelmann, der Vorwürfe von seiner Frau bekommen hat, schuldig ist, obwohl der Prozess noch lief, und dann hat sich im Nachhinein gezeigt, dass Kachelmann nie schuldig war. Was ist passiert? Die Bild musste Kachelmann
Dutzendes, Tausende Euro an Schmerzensgeld bezahlen. Bis heute müssen sie noch Schmerzensgeld nachzahlen, weil sie Kachelmann frühzeitig einfach hingestellt haben, als wäre er Täter. Und genau das Gleiche tun sie gerade bei Abul-Bara. Und ich würde es lustig finden, wenn dann am Ende rauskommt, dass Abul-Bara nicht schuldig ist. Der Mann, den wir für einen Verbrecher hielten, entpuppt sich als Held. Herzlichen Glückwunsch an die Bild. Ihr habt schon wieder mal ein Eigentor geschossen. Und Freunde, glaubt mir, das war nicht nur die Bild, das haben Dutzende andere Nachrichtensender auch gemacht. Die sind alle mit aufgestiegen auf diesen Hate-Train. Die dachten sich alle, ja, wir nehmen die Einschaltquoten mit. Haben alle genau das Gleiche nachgeplappert, ohne irgendwelche Nachweise, ohne irgendwelche Beweise, nichts. Und einfach bei dieser Hetzjagd nach Abul-Bara mitgemacht, ohne ihn jetzt, wie gesagt, verteidigen zu wollen. Aber es ist ja ganz klar offensichtlich eine Hetzjagd, wenn man ohne Beweise einen Menschen Sachen unterstellt. Und Leute, ich bin nicht jemand, der einfach bei Google etwas eingibt und seine Meinung übernimmt oder einfach nur das übernimmt, was alle anderen sagen. Ihr kennt mich, ich habe recherchiert, ich habe meine eigene Meinung mir gebildet und genau das solltet ihr auch tun. Gebt nicht einfach plumps etwas ein und glaubt alles. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und glaubt mir, Freunde, dieser Satz ist in unserer heutigen Moderne immer noch von Bestand. Man sollte trotzdem diesem Satz folgen und nicht glauben, dass alles, was die Medien sagen, richtig ist. So, Freunde, danke an jeden Einzelnen, der bis zum Ende zugeschaut hat. Ich glaube, das ist jetzt hier wirklich das erste objektive Video zu Abul-Bara im gesamten Internet, das es gibt jetzt, weil ich habe kein anderes gefunden. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn es ein anderes gibt. Folgt mir gerne einfach auf Insta und schreibt mir dort, denn da findet ihr immer die neuesten Updates. Ganz schnell Werbung eingebaut. Und wie gesagt, danke, dass ihr mich jede Woche unterstützt. Lasst gerne ein Like da, weil das war wirklich viel Arbeit und ich bin ja noch relativ neu auf dieser Plattform, wie viele von euch wissen. Ich will gar nicht so viel reden. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Ich liebe euch alle und haut rein, Freunde. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.